Servus, mein Name ist Martin Zuber, ich bin Braumeister und Biersommelier der Palaner Brauerei. Heute möchte ich euch erzählen, wie man Weißbier richtig einschenkt. Weißbier hat seine eigene Bierkultur und es zeigt sich schon beim Einschenkritual. Dankeschön. Dadurch, dass Weißbier einen höheren CO2-Gehalt hat als normales Bier, neigt es eher zum Schäumen und deswegen sind ein paar Regeln wichtig zu beachten. Eine Regel ist, dass das Glas mit frischem, kaltem Wasser ausgespült ist. Dadurch läuft das Bier einfach ruhiger ein, weil die Oberfläche vom Glas glatter ist. Beim Einschenken hält man das Glas und die Flasche in einen etwa 45 Grad Winkel und lässt das Bier vorsichtig ins Glas einlaufen. Am Boden hat sich ja etwas Hefe abgesetzt und diese feine Weißbierhefe möchten wir natürlich wieder ins Glas mit einbringen und deswegen lässt man ungefähr einen Fingerbreit in der Flasche zurück. Mit einer Drehbewegung schüttelt man die Hefe auf und setzt eine schöne Schaumkrone aufs Bier auf. So sieht dann ein perfekt eingeschenktes Glas wirklich appetitlich aus. So trinken wir in Bayern unser Weißbier, entweder selber oder man serviert das Bier zu seinen Gästen. Über Generationen haben unsere erfahrenen Palaner Braumeister unser Weißbier mit viel Liebe, Leidenschaft und Wissen immer weiterentwickelt. Es zeichnet sich vor allen Dingen aus durch eine wirklich sehr homogene Trübung. Der Geschmack wird geprägt von unserer selbst gezüchteten Palaner Weißbierhefe. Dabei erfährt man fruchtige Noten von Banane, ein Hauch Mango und Ananas. Es ist sehr erfrischend und spritzig und weist einen sehr kompakten Schaum auf. Die Farbe ist samtig und leuchtend und erinnert ein wenig an eine Aprikose. Wir trinken das Palaner Weißbier zu jeder möglichen Gelegenheit und vor allen Dingen zu leichten Speisen wie Salat, Fisch, aber auch verschiedene Käsesorten. Ich würde mich freuen, wenn ich euch einmal begrüßen dürfte in München in einem Palaner Biergarten. Bis dahin, Prost!